So, ein Flieger, den ich noch gar nicht gezeigt habe, das ist der Blitz. Der Blitz ist der klassische Gleiter eigentlich. Der ist so einfach zu bauen, würde ich behaupten, wie kein anderer Papierflieger. Aber es ist auch einer von den Papierfliegern, die so richtig bekannt sind. Zuerst faltet man das Blatt in der Mitte und öffnet es wieder. Danach werden die Ecken bis zur Mitte gefaltet. Dann nimmt man sich diese Spitze und legt sie an der Mittellinie entlang bis fast unten hin. Da würde ich so ein, zwei Finger würde ich da also an Platz lassen. Ja? Dann sieht das Blatt so aus. Wenn ich jetzt hier die Seiten über das gerade gefaltete wieder bis zur Mittellinie lege, auf beiden Seiten, dann sieht der Flieger so aus. Und jetzt muss ich nur noch die Spitze, die hier unten übersteht, nach oben falten. Und schon kann ich den Flieger nach hinten zusammenklappen. Das heißt also, man hat hier ein kleines Dreieck, wo der Flieger nachher auch geworfen wird. Dann sieht er schon mal so aus. Bei diesem Flieger kann man jetzt mit unterschiedlichen Flügelgrößen experimentieren. Üblich ist eigentlich, dass man diese Seite, die man hier sieht, unten anlegt. Das heißt also so unten anlegen und darauf achten, dass man hier oben dann eine schöne Spitze bekommt. Das auf beiden Seiten. Sehr schnell zu bauender Flieger. Wenn man jetzt hier unten dieses Dreieck, was ich eben schon gezeigt habe, so in die Hand nimmt, dann sollte man darauf achten, beim Abwurf, dass der Flieger so eine Y-Stellung hat, weil der Flieger sich ja nach dem Abwurf öffnet und dann sollen die Flügel möglichst horizontal sein. Das heißt also, wenn man einen Flieger baut, prinzipiell und wirft ihn nachher so ab, kann man sich schon denken, wenn der sich öffnet im Flug, gucken die Flügel so nach unten, da wird nichts Vernünftiges draus. Also immer darauf achten, wenn ich den Flieger zusammendrücke, sollten die Flügel etwas nach oben stehen, damit, wenn er sich öffnet im Flug, er dann ein schönes horizontales Flugbild hat. Viel Spaß mit dem Blitz!